Stark, unbestechlich und erfolgreich. Stark, unbestechlich und erfolgreich. Wir sind die Stimme für das Zugpersonal. Lokführer und Zugbegleiter, keiner ist uns egal. Ich habe mich entschlossen, als Betriebsrat zu kandidieren. Habe ich Angst vor der Aufgabe? Nein. Habe ich Respekt? Sehr großen. Eine sehr vielfältige Aufgabe, dank aber einem hervorragenden Team im Hintergrund lösbar. Warum mache ich Betriebsrat? Ich bin einfach der Meinung, dass die GDL in der heutigen Zeit die einzige vernünftige Option ist gegenüber dem Arbeitgeber und auch gegenüber der anderen Gewerkschaft. Wir brauchen bei uns in Augsburg wieder einen Betriebsrat, der sich nicht bloß hinter seine Kolleginnen und Kollegen stellt, sondern im Notfall auch vor sich hinstellt. Und die Probleme, die wir haben bei uns, sind so vielfältig und in letzter Zeit hat sich das so oft gezeigt, dass der Betriebsrat sich so auf die Seite nimmt und nicht bis zur letzten Konsequenz für die Kolleginnen und Kollegen da ist. Wir haben Augsburg, wir haben leider wie in vielen anderen Betrieben auch viel zu wenig Personal. Der Arbeitgeber sagt immer, wir haben zu viel, der Disponent stöhnt, bringt seine Schichten nicht zu. Warum ist das so? Wir haben viele Leute, die werden geführt als Lokführer, die werden als Zugführer geführt und fahren faktisch nicht, weil sie in die Büros sind. Das ist das eine. Ein anderes Problem ist bei uns, wenn sie Kollegen haben, gerade wegen Übergriffe, nicht mehr in der Lage sind zu fahren. Hier wird dann nach einer gewissen Zeit, wenn sich herauskristallisiert, dass diese Leute nicht mehr zurückkommen in den Fahrdienst, massiv Druck auf die Leute ausgeübt. Mir fehlt einfach das Engagement und der Rückhalt der Firma für unsere Mitarbeiter. Ich will Betriebsrat werden, um es ganz klar zu sagen, um den jetzigen Betriebsrat, der wo in meinen Augen für die Kolleginnen und Kollegen zu wenig tut, abzulösen. Wir wollen Transparenz. Es muss für jeden offensichtlich sein, was wir für Abläufe haben. Wir wollen miteinander in Kontakt bleiben, wir wollen uns austauschen. Und wir wollen eines, Offenheit des Arbeitgebers gegenüber den Angestellten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Mai 2008 sind Betriebsratswahlen. Wenn ihr wollt, dass sich was verbessert, für euch, dann wählt mich. Wählt meine Jungs im Hintergrund und wählt die GDL. Stark, unbestechlich und erfolgreich.